Ja, assalamu alaikum erstmal. Ich hatte damals in Hagen einen Bewährungshelfer. Der wollte nicht verstehen, dass ich ohne den Islam immer noch kriminell gewesen wäre. Dass es für Leute wie uns nur ein Entweder-Oder gibt. Entweder Islam oder nichts. Entweder Paradies oder Hölle. Nur der Islam kann uns bändigen. Nur der Islam kann uns ruhig halten. Diese Ignoranz verstehe ich nicht. Ja, öyle şeylere fazla kafan takmayacaksın o insanlara. Senin neye inandığın önemli. Senin inancın sana. Übertreib nicht. Ich übertreib nicht, aber du übertreibst. Das sind Allahs Gesetze. Was für Gesetze, ist mir scheißegal, Schwachsinn. Kendimiz, oray, sen ve ben. Tamam mı? Nasıl? Allah nasıl? Kafa vermiş, göz ya vermiş, nasıl? Kulak vermiş. Nasıl Burcu? Ich habe Mist gebaut. Schon da, ich habe mit meiner Frau gestritten. Ich habe übertrieben, habe mich nicht unter Kontrolle gehabt. Und im Streit habe ich At-Talaq gesagt. Scheidung. Nach echtem islamischem Recht ist nach dreimal Sagen vorbei. Bitte. Wenn du dann noch deine Frau anfasst, Allah korusun, das ist Zina. Her dokunuşunuz, her yatmanız, annen gibi haram.